Und ein neues Video anfangen, damit die Videos nicht zu lange werden. So. Es scheint anscheinend noch Tag zu sein oben. Es lohnt sich nicht, ein Bett zu bauen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier in der Höhle bin. Ich weiß, hier ist ein großer Untergrund-Dungeon. Hier sind viele Spinnen-Spawner. Hier ist eine Schlucht irgendwo. Und hier gibt es jede Menge Rohstoffe und jede Menge Lava und ein bisschen Wasser. Ich habe nicht viel, außer Rohstoffen. Und hätte gerne eine gute Gelegenheit, ein Lager aufzubauen. Neben der Schlucht irgendwo, wo es sicher ist und wo ich wieder nach oben komme. Aber ich habe hier echt keine Ahnung. Es ist mir einfach zu bunt hier, zu offen. Ich kann mich nicht in Ruhe irgendwo eingraben. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Wo geht's hier lang? Großartig. Lange Höhle, aber wenigstens geht sie nach oben und ist einigermaßen abgelegen. Okay. Rechts geht's nirgendwo hin. Ja, noch ein Diamant-Golem. Hm. Oh, 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 okay. Hier ist der Dungeon. Dann brauche ich ein paar Fackeln und werde hier ein Lager aufschlagen. Völlig ahnungslos, wo ich denn nun wirklich bin. Oh, oh, oh. Es wird kein besonders großes Lager. Es wird meine 25. Übernachtung in einem Bett, so in etwa. Und es sollte reichen. Wo ist meine Tür? Ganz schnell eine Tür bauen. Genau, schmeiß mein ganzes Eisen weg. So. Mir geht das Holz aus. Schalalalala. Nein, noch nicht. Noch nicht. Aber irgendwann. So, das Eisen gleich mal schmelzen und das Gold. Oh, zwei Goldeil. Nichts wirklich Sinnvolles herstellen können. Aber die Diamanten, die sind doch mal hammergeil. Okay. Ich habe wieder Diamantwaffen und Ausrüstung. Yeah! Diamantpickaxe und Diamantschwert. Das ist glaube ich dazu. Scheiße, ich habe doch nicht so viel Diamant, wie ich dachte. Mist. Mist, Mist, Mist. Aber hey, was soll's. Den einen Diamanttypen da mache ich gleich platt und dann... Haha. Ihr werdet schon sehen. Okay, die Decke etwas höher machen. Damit es nicht wieder heißt, das Bett ist nicht wirklich benutzbar oder so ein Mist. Okay. Jawohl, damit endet auch dieser Tag. Ein etwas kurzes Videostück, aber hey, nein, ich mache weiter ohne zu pausieren. Noch eben diesen einen Diamant-Golem besiegen, mit dem bisschen Waffe, was hier übrig ist. Es ist sehr nett von dem Golem, dass er nicht läuft, aber er hat keinen Diamant fallen gelassen. Wow, 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 wow. Hallo da. Na, wie geht's? Ach, die Zunge sehen auch noch aus. Ja. Mit mieser Textur weg. Ich mag es. Ich glaube, das bald schon eine Weile. Es sieht so aus, als wäre es meine Heimathöhle, aber es ist ein dummer, dummer Gang. So, irgendwie muss ich das Ding markieren, damit ich es wiederfinde. Aber ich habe dafür nicht genug Kohle. Aber holla die Waldfee, habe ich vielleicht viel Eisen. Unfassbar, mir fehlt echt Kohle.
Na gut, ich markiere das mal kurz. Und ich brauche mehr Kohle. Sonst kriege ich das ganze Eisen nicht geschmolzen. Und dann hätte ich dann doch gerne eine volle Eisenrüstung. Und fällt mir auf, ich muss wieder was essen. So. Okay, das ist noch nicht wirklich. Punkt 1.8 ist wirklich wesentlich schöner als 1.7, muss ich schon sagen. Mit dem S-Mechanismus und dem Heilungsmechanismus macht das Spiel wieder interessant. Hat dem Spiel auch lange gefehlt. Es gab ein paar Mods, die was Ähnliches machten, aber war nicht ganz so schön, die Umsetzung. Es war zu plump. Es gab ein paar sehr schöne Mods, da ist man auch verhungert oder verdurstet sogar. Es war zu plump umgesetzt. Es war zu simpel. Es gab kein Gift, keine Giftspinnen. Die fügen doch wesentlich zum Drama was dazu. So. Ich muss hier echt mehr nach oben gucken. Jupp, da ist ein Enderman. Also hier ist gar nichts. Nirgendwo ist die Decke sicher. Ich kann jederzeit von zwei Spinnen überrannt werden. Ich glaube, ich wollte ein bisschen das Tor erweitern, damit ich schneller flüchten kann. Wow, 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 wow. Plötzlich Lava. Ist ja mal gar nicht wahr hier. Okay, die Lava sieht in dieser Texturenpack nicht so toll aus. Das mag realistisch sein. Aber es sieht nicht schön aus. Geh weg, Lava. Ich brauch dich nicht. Könntest du bitte vertrocknen? Ach, es dauert manchmal viel zu lange. Okay, hier Kohle nachschaufeln. Oh, interessant. Kohle war nicht mehr das Problem. Sehr gut. Hier Kohle nachlegen. Aber um Himmels Willen nicht alle Holzkohle, alles Holz zu Holzkohle verarbeiten. Das Holz ist dann doch wertvoller als Baumaterial. Nur, ich brauche jetzt mal so ein bisschen Grundlage. Und habe ich noch genug Holz für eine Truhe? Brauche ich auf jeden Fall eine kleine Truhe, ja. Die Hälfte wird zur Truhe. Okay, so. 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 Denn wenn ich jetzt sterbe, dann möchte ich doch zumindest ein bisschen was davon behalten haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in Lava sterbe, ist jetzt einfach ziemlich hoch. Und das sollte nicht passieren. So, die wichtige Hälfte eingebunkert und jetzt haben wir wieder etwas Action.